DuckTales ist ein kooperatives und semi-kooperatives Spiel für einen bis vier Spieler, bei dem ihr in die Rolle von tapferen Rittern schlüpft, die drei Tage und drei Nächte lang ein abgelegenes Dorf vor den Horden der Finsternis verteidigen müssen. Tagsüber deckt ihr euch auf dem Marktplatz mit nützlichen Gegenständen, Waffen, Rüstung, Verbündeten und Tiergefährten ein. Und nachts haltet ihr die Verteidigungsanlagen des Dorfes gegen Monster, Champions und einen mächtigen Boss. Aber gebt Acht, denn solltet ihr alle drei Nächte überstehen, dann kann nur ein Spieler der wahre Gewinner sein, über den in Zukunft Heldengeschichten erzählt werden. Night Tales wird auf einer speziellen, in eine Nacht- und eine Tagseite unterteilten Spielmatte gespielt. Bevor ihr losspielen könnt, müsst ihr die Matte ausrollen und dann die im Spiel enthaltenen dreidimensionalen Palisaden und Dorfgebäude zusammenbauen und auf ihren vorgesehenen Plätzen platzieren. Bei den Komponenten, die in diesem Video zu sehen sind, handelt es sich um Prototypen. Sie können und werden sich zum fertigen Spiel also noch ändern. Als nächstes legt ihr neben dem Spielfeld die Goldstücke und die Spieltokens bereit. Auf die Tagseite kommt die Stellwand mit dem Marktplatz und auf die Nachtseite die Stellwand für den finsteren Wald. Mischt das Marktplatzdeck und platziert 9 Karten verdeckt auf den dafür vorgesehenen Feldern. Die restlichen Marktplatzkarten legt ihr neben dem Spielfeld bereit. Hinzu kommen noch die drei speziellen Trophäenkarten, die ihr an ihrem besonderen Kartenrücken erkennt. Sie werden am Kopf der Marktseite platziert. Die Monsterkarten müssen in 2 Decks unterteilt werden. Das eine enthält alle Monster-Schergen und das andere alle Monster-Champions. Die Monster können anhand der Symbole auf ihren Karten unterschieden werden. Schergenmonster verfügen über einen Schädel mit einem Schwert sowie ein graues Symbol oben links. Champions haben an denselben Stellen 2 Schwerter und ein goldenes Symbol. Neben den Monsterkarten werden ebenfalls verdeckt die Bosskarten ausgelegt. Als nächstes legt ihr die Questkarten sortiert nach den auf ihnen abgedruckten Nummern aus. Achtet dabei darauf, dass die Kartenseite mit den Schwierigkeitsgraden leicht bis schwer nach oben zeigt. Und dasselbe macht ihr auch mit den Ruhmeskarten. Als nächstes könnt ihr entscheiden, wer von euch welchen Ritter spielen möchte. Ihr könnt euch entweder so einigen oder das Ganze zufällig bestimmen. Jeder Ritter bringt eine eigene Sonderfähigkeit mit sich, ansonsten spielen sie sich aber identisch. Auf der Rückseite jeder Ritterkarte ist das Langschwert abgedruckt. Das ist euer Startgegenstand und wird jetzt zu dem Ritterboard gelegt, das ihr euch ebenfalls bereitlegen solltet. Jeder Ritter hat außerdem ein Set aus eigenen Wappentoken, die zum Markieren von Fähigkeiten, Gegenständen, Schaden an Monstern und erfüllten Aufgaben verwendet werden. Als nächstes platziert ihr Ausdauer, Lebens- und Wutmarker. Der rote Ausdauermarker wird unter der Zahl platziert, die der Anzahl der Spieler entspricht. Der grüne Marker kommt an den Blutstropfen und der Wutmarker wird immer entsprechend der Position am Tag platziert. Jeder Spieler bekommt außerdem Startgold basierend auf der Spielerzahl. Bei 2 Spielern 8, bei 3 Spielern 6 und bei 4 Spielern 5 Gold. Das Spiel beginnt immer mit der ersten Tagphase. Die Spieler platzieren dafür ihre Ritterfiguren auf den entsprechenden Feldern auf dem Marktplatz. Die Reihenfolge dafür wird am ersten Tag durch den gewählten Ritter bestimmt. Sie ist unten rechts auf dem Ritterboard zu sehen. Die Position am Tag bestimmt auch immer, wie viele Wutpunkte den Rittern zum Beginn der nächsten Nacht zur Verfügung stehen. Dies ist auch auf dem Spielfeld nochmal kenntlich gemacht. Der Spieler auf Position 1 bekommt keinen Wutpunkt und der Spieler auf Position 4 3. Wenn ihr mit weniger als 4 Spielern spielt, dann überspringt einfach die niedrigsten Positionen. Bei einem Zweispielerspiel wären etwa nur Position 3 und 4 besetzt. Der erste Schritt an jedem Tag ist das Aufdecken der entsprechenden Questkarte. Das sind Aufgaben, die die Spieler während der Nacht erfüllen können, um zusätzliche Siegpunkte zu sammeln. Wie viele Punkte man bekommt, hängt davon ab, an welcher Stelle man die Aufgabe löst. Wer die Quest zuerst abschließt, bekommt die meisten Punkte. Eine Quest bleibt über das komplette Spiel hinweg aktiv, kann aber von jedem Spieler nur einmal erfüllt werden. Wenn alle drei Plätze besetzt sind, dann hat der vierte Spieler, soweit vorhanden, Pech gehabt. Nun könnt ihr alle Marktkarten umdrehen, um zu schauen, was gerade auf dem Markt angeboten wird. Anschließend können die Spieler der Reihe nach ihre Goldstücke ausgeben, um Gegenstände zu kaufen. Immer nur einen Gegenstand auf einmal und die Reihenfolge wird durch die aktuelle Position der Ritter bestimmt.
ist ein Spieler an der Reihe, nimmt er sich einfach die gewünschte Karte und zahlt den Preis dafür in Goldstücken. Anschließend wird der erstandene Gegenstand einfach zum Ritterboard hinzugelegt. Der nun auf dem Marktplatz leer gewordene Platz wird je nach dem gespielten Schwierigkeitsgrad wieder aufgefüllt. Auf dem leichten Schwierigkeitsgrad wird sofort eine neue Marktkarte offen ausgelegt. Auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad wird eine verdeckte Karte ausgelegt und am nächsten Tag aufgedeckt. Und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wird der Markt erst dann aufgefrischt, wenn alle ausliegenden Karten gekauft sind. Im Gegensatz zu den restlichen Gegenständen können die Trophäen nicht mit Gold, sondern mit Monsterkarten gekauft werden, die die Spieler während der Nacht sammeln. Auf jeder Trophäenkarte ist dafür abgedruckt, wie viele und welcher Typ von Monster abgelegt werden muss, um sie zu kaufen. Sobald ein Spieler an der Reihe ist, aber kein Gold mehr ausgeben kann oder will, beendet er seine Tagphase und seine Figur wird entfernt und auf der Nachtseite platziert. Die Reihenfolge entspricht dabei immer der, in der die Spieler ihre Tagphase beendet haben. Sobald alle Spieler ihre Einkäufe beendet haben und auf der Nachtseite platziert wurden, geht der Tag zu Ende und die Nacht beginnt. Für jede der drei Nächte gibt es eine eigene Ruhmeskarte, auf deren Rückseite abgedruckt ist, wie viele Champions und Schergenmonster je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad auf dem Spielfeld platziert werden. Auf der anderen Kartenseite befinden sich drei farblich kodierte Bereiche mit Siegespunkten. Je nachdem, in welchem Farbbereich sich der Lebenspunktemarker eines Spielers am Ende der Nacht befindet, bekommt er mehr oder weniger Punkte. Basierend auf dem gespielten Schwierigkeitsgrad werden aus dem Schergen- und dem Champion-Deck jetzt verdeckt und zufällig 9 Karten gezogen, gemischt und auf dem Spielfeld platziert. Als nächstes wird die vorderste Kartenreihe aufgedeckt. Alle Monster, die über die Moves-to-Back-Regel verfügen, werden in die hinterste mögliche Reihe verschoben und die restlichen Monsterkarten werden eine Reihe nach vorne geschoben. Die nun vorderste Karte wird ebenfalls umgedreht. Immer wenn eine verdeckte Monsterkarte in der vordersten Reihe landet, dann wird sie aufgedeckt. Monster mit der Moves-to-Back-Regel haben oftmals Fähigkeiten, mit denen sie Monster, die sich in einer Reihe unter ihnen und in derselben Bahn befinden, verstärken können. Monster mit einem Reiheneffekt haben ähnliche verstärkende Fähigkeiten für Monster, die sich in derselben Reihe wie sie befinden. Für die Darstellung solcher Effekte können die enthaltenen Spieltokens verwendet werden. Sollte das den Effekt auslösende Monster aus dem Spiel entfernt werden, so wird die entsprechende Verstärkung auch sofort von allen anderen betroffenen Monstern entfernt. Sobald alle Monster entsprechend ihrer Fähigkeiten auf dem Spielfeld verteilt sind, wird auf jedem Lebenspunkte-Symbol auf jeder Monsterkarte ein Goldstück platziert. Danach wird der Boss für diese Nacht bestimmt. Mischt dafür einfach das Boss-Deck und dreht die oberste Karte um. Sucht dann das passende Boss-Board heraus und platziert es am Kopf der Nachtseite. Platziert anschließend den Doom-Tracker, ein kleiner Token mit einem Schädel-Symbol, in der ersten Vertiefung auf dem Boss-Board. Jeder Boss kommt mit einem eigenen Taktik-Deck, das ihr jetzt ebenfalls bereitlegen könnt. Legt es dabei so aus, dass die oberste Karte und ihr Text sichtbar ist. Damit ist alles vorbereitet und die Nacht kann beginnen. Euer Ziel in der Nacht ist es, alle ausliegenden Monster sowie den Boss zu besiegen. Die Nacht endet, wenn keine Gegner mehr auf dem Feld stehen oder wenn alle Ritter besiegt wurden. Der Reihe nach, basierend auf ihrer Position, attackieren die Ritter jetzt immer jeweils ein Monster. Alle aufgedeckten Monster in der ersten, zweiten und dritten Reihe können als Ziel gewählt werden. Ein Monster in der ersten Reihe zu attackieren, kostet einen Ausdauerpunkt. Ein Monster in der zweiten Reihe zu attackieren, kostet 2 Punkte. Und eines in der dritten Reihe kostet 3 Ausdauerpunkte. Monsterfähigkeiten können diese Kosten noch erhöhen. Ist das Ziel gewählt, dann wird der Würfelpool zusammengestellt. Als Ritter wirft man standardmäßig immer 3 blaue Würfel. Die Farbe und Anzahl der Monsterwürfel ist auf deren Karte abgedruckt. Dabei gibt es rote und gelbe Monsterwürfel. Folgende Würfelergebnisse sind in Night Tales möglich. Das Schwert verursacht einen Punkt Schaden und kommt auf allen Würfeln vor. Das Doppelschwert gilt als 2 Schwertsymbole, verursacht also 2 Punkte Schaden und kommt auf dem blauen und roten Würfel vor. Das Schildsymbol kann verwendet werden, um ein Schwertsymbol von einem feindlichen Würfel zu entfernen. Es kommt auf allen Würfeln vor.
Das Glaubenssymbol haben nur die blauen Ritterwürfel und es kann verwendet werden, um einen kompletten gegnerischen Würfel zu entfernen. Das Unheilsymbol haben nur die roten und gelben Monsterwürfel und es bewegt den Doom-Tracker auf dem Bossboard einen Schritt weiter. Die gelben Monsterwürfel haben außerdem noch eine blanke Seite, die gar nichts macht. Sobald alle benötigten Würfel beisammen sind, wirft der attackierende Spieler einfach sämtliche Würfel, sowohl die Ritter- als auch die Monsterwürfel. Und dann gleicht er die Ergebnisse miteinander ab. Für jedes erwürfelte Schild wird ein gegnerisches Schwertsymbol entfernt. Es negiert also entweder einen Würfel mit einem einzelnen Schwertsymbol, oder es halbiert den Wert eines Würfels mit zwei Schwertsymbolen. Das Glaubenssymbol erlaubt es hingegen, einen beliebigen gegnerischen Würfel zu entfernen. Sämtliche Schwerter, die nicht durch Schilde des Monsters abgewehrt wurden, werden von den Lebenspunkten des Monsters abgezogen. Der attackierende Spieler nimmt sich für jeden verursachten Schadenspunkt ein Goldstück und platziert stattdessen eines seiner Wappen. Sollte der attackierende Spieler gleich viele oder mehr Schadenspunkte verursachen, als das Monster Lebenspunkte hatte, dann ist das Monster besiegt und der Spieler kann die Monsterkarte an sich nehmen, sofern er dabei mehr Schaden verursacht hat als jeder andere Spieler. Sofern sich noch Monsterkarten hinter dem besiegten Monster befinden, rücken diese nun auf und etwaige verdeckte Monster in der ersten Reihe werden aufgedeckt. Sollte es ein Spieler nicht schaffen, sämtlichen Schaden durch ein Monster abzublocken, dann wird dieser von seinen Lebenspunkten abgezogen. Durch die Verschiebung des Lebenspunktemarkers stehen dem Ritter hierdurch auch wieder mehr Wutpunkte zur Verfügung. Sollten sich Lebenspunkte und Ausdauermarker zu irgendeinem Zeitpunkt treffen, dann ist der Spieler besiegt und kann nicht weiterkämpfen. Sollte dies geschehen, bevor eine Attacke durchgeführt wird, etwa weil der Ausdauermarker für die Aktion bewegt wurde, dann darf der Angriff noch durchgeführt werden, bevor der Ritter besiegt ist. Ein besiegter Ritter wird von der Nachtseite des Spielfelds entfernt und auf der Tagseite platziert. Der erste ausgeschiedene Ritter der Nacht wird dabei auf die letzte Position der Tagseite gestellt, der zweite auf die dritte und so weiter. Es wird dann auf der Ruhmeskarte für diese Nacht sofort markiert, in welchem Farbbereich sich der Lebenspunktemarker des Ritters befunden hat, als er besiegt wurde. Spieler können Gegenstände, Ritterfähigkeiten und Wutpunkte einsetzen, um den Kampfwurf zu manipulieren. Gegenstände und Ritterfertigkeiten funktionieren dabei identisch und können nur einmal pro Nacht eingesetzt werden. Gegenstände mit einem Faustsymbol müssen vor einem Würfelwurf eingesetzt werden. Gegenstände und Fertigkeiten mit einem Blitzsymbol können auch eingesetzt werden, nachdem die Würfel gefallen sind. Jeder Ritter verfügt über eine eigene Ritterfertigkeit, die genauso wie Gegenstände einmal pro Nacht eingesetzt werden kann. Ritter können nach einem Würfelwurf außerdem ihre Wutpunkte einsetzen. Der Einsatz von zwei Wutpunkten erlaubt es, einen weiteren Ritterwürfel zu werfen. Allerdings kann ein Ritter nie mehr als vier blaue Würfel in einem Kampf werfen. Der Einsatz von einem Wutpunkt erlaubt es, einen einzelnen Ritterwürfel neu zu werfen. Das kann ein Spieler machen, so oft er will, solange er dafür noch Wutpunkte hat. Bei Bedarf kann auch ein und derselbe Würfel immer wieder geworfen werden. Sobald die letzte Kartenreihe des Spielfelds durch vorrückende Monster frei geworden ist, rückt der Boss in die dritte Reihe vor. Ab diesem Punkt kann er wie alle anderen Monster angegriffen werden. Jeder Boss in Night Tales hat eine sogenannte Bewegungstaktik, die immer dann ausgelöst wird, wenn er sich eine Reihe nach vorne bewegt. Im Grundspiel verursachen die Bosse damit Schaden in Bahnen, in denen sich ein bestimmter Typ Monster befindet. Die möglichen Monstertypen sind dabei im Grundspiel Ork, Untot und Bestie. Bitte achtet darauf, dass Bewegungstaktiken immer ausgelöst werden, bevor vorgerückte Monster aufgedeckt werden. Auf diese Weise können unvermeidbare und unangenehme Überraschungen verhindert werden. Für jedes Schädelsymbol, das bei einem Kampfwurf vom Spieler nicht verhindert wird, wandert der Doom-Tracker auf dem Bossboard einen Schritt weiter. Dadurch wird der Boss an manchen Stellen stärker, weil er etwa neue Würfel oder automatische Schildsymbole hinzubekommt. Bewegt sich der Doom-Tracker auf einen Schritt mit einem Schädelsymbol, dann löst das die oberste ausliegende Karte des Taktikdecks des Bosses aus. Handelt den Effekt ab und schiebt die oberste Karte dann unter das Deck, sodass die nächste Karte sichtbar wird. Bahnenschaden, der neben der Bewegungstaktik der Bosse auch noch durch andere Boss-Taktiken und einige Monster verursacht werden kann,
geht nicht gegen die Ritter selbst, sondern gegen die Verteidigungsanlagen des Dorfes. Jede Bahn verfügt über 3 eigene Lebenspunkte, die durch 3 Palisadenteile repräsentiert sind. Sollte eine Bahn alle 3 Palisaden verloren haben, so geht jeder weitere Schaden in dieser Bahn direkt auf das Dorf, dessen 3 Lebenspunkte durch die 3 Gebäude repräsentiert sind. Sind alle Gebäude zerstört, dann ist das Dorf gefallen und alle Spieler haben verloren. Sollten zu irgendeinem Zeitpunkt während der Nacht sämtliche Verteidiger besiegt worden sein, dann verursachen nochmal alle auf dem Feld verbliebenen Monster Bahnenschaden, bevor sie sich zurückziehen und die Nacht beendet wird. Jedes Schergenmonster verursacht 1 Punkt Bahnenschaden in seiner Bahn. Jeder Champion verursacht 2 Punkte Bahnenschaden in seiner Bahn. Und der Boss verursacht 1 Punkt Bahnenschaden in jeder Bahn. Den Boss zu attackieren funktioniert wie bei jedem anderen Monster. Ihr gebt Ausdauerpunkte basierend auf der aktuellen Position des Bosses aus, stellt Kampfwürfel basierend auf der aktuellen Position des Doomtrackers zusammen und verursacht hoffentlich etwas Schaden, der euch wie bei anderen Monstern auch Gold einbringt und den ihr mit euren Wappen markieren solltet. Ist der Boss besiegt, wird sein Bossboard vom Spielfeld entfernt und der Spieler, der den meisten Schaden verursacht hat, darf die Bosskarte an sich nehmen. Befinden sich noch Monster auf dem Feld, müssen auch diese noch besiegt werden. Ansonsten wird der letzte Spieler, der an der Reihe war, auf der Tagseite platziert, gefolgt vom nächsten in der Reihe und so weiter. Auch hier bedeutet ein früheres Wechseln auf die Tagseite eine spätere Position beim Einkaufen. Alle Spieler, die das noch nicht getan haben, platzieren jetzt ihre Wappen in dem Farbbereich auf der Ruhmeskarte, der aktuellen Position ihres Lebenspunktemarkers entspricht. Dabei gibt es kein Limit, wie viele Marker in einem Bereich sein können. Mit dem Anbruch des neuen Tages werden sämtliche Lebenspunkte und Ausdauermarker auf ihren Startpunkt zurückgesetzt, alle Wappen werden von Gegenständen und Fähigkeiten entfernt und der Wutmarker wird basierend auf der aktuellen Position auf der Tagseite platziert. Wenn ihr auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad spielt, dann werden jetzt alle verdeckten Marktkarten aufgedeckt. Jetzt könnt ihr eine neue Questkarte aufdecken, weitere Gegenstände kaufen und euch 2 weitere Nächte lang den finsteren Horden stellen. Solltet ihr auch die dritte Nacht überstehen, dann wird anhand der gesammelten Siegpunkte ermittelt, wer sich am tapfersten geschlagen hat. Eine genaue Auflistung bekommt ihr im Night Tales Regelnbuch, aber kurz gesagt bekommt ihr Punkte für die Monster, die ihr gesammelt und nicht ausgegeben habt. Ihr bekommt zusätzlich mehr Punkte, je mehr unterschiedliche Arten von Monstern ihr gesammelt habt. Dazu gehören auch Schergen, Champions und Bossmonster. Ihr bekommt Punkte für die Gegenstände, die ihr gekauft habt. Und Bonuspunkte für möglichst viele unterschiedliche Arten von Gegenständen. Ihr bekommt Punkte für das Gold, das ihr übrig habt. Und für eure Positionen auf den Quest- und Ruhmeskarten. Ich hoffe, dass ihr jetzt Lust bekommen habt, eure eigene Geschichte zu erzählen. Viel Spaß mit Night Tales.